Was ich jetzt zeigen werde, ist, wie man Subdies bzw. Nurbsflächen bearbeiten kann. Ich werde jetzt mir diese kopieren und nebeneinander legen. Diese ändere ich hier in den Modus und fangen an zu bearbeiten. Als erstes, das gilt sowohl für die Flächen, Nurbsflächen, wie auch für Subdie-Flächen, können wir Kurven extrahieren. Da gehen wir also jetzt in die Befehle. Das ist eine im Project Curves, das heißt, wir können auf Kurven auf einer Fläche ziehen, projizieren, Duplicate Edges etc. Und das ist dieser Befehl Curve from Object, was auch ziemlich wichtig ist. Was ich als erstes vielleicht machen werde, um es zu zeigen, ist dieses hier, Duplicate Edges. Hier. Ich habe meine Edges dupliziert und mark Cell Curve und schiebe die raus. Und dann habe ich meine Kurven. Natürlich habe ich nur Edges, die habe ich auch nicht zusammengefügt und kann theoretisch anhand von diesen Kurven eine Fläche aufbauen, je nachdem, wie ich mich dafür erzeugt habe. Ich mache erstmal so als Beispiel nur vielleicht zur Wiederholung, dass wir eine Nurbsfläche nochmal erzeugen können damit, basierend auf dieser Subdie-Geometrie. Muss natürlich auch sehr vorsichtig sein. Ich gehe nochmal kurz in den Layer, dass ich einen anderen Layer nochmal hinzufüge. Das ist da N-Flächen, Nurbsflächen. Okay. Und kann zum Beispiel dieses hier verarbeiten. Kann zum Beispiel diese Ecke hier neu aufbauen. Und das mache ich, indem ich einfach jetzt ein Flächenerzeugungswerkzeug gehe. Ich schaue mir also unsere Kurven an und überlege mir, wie ich am besten eine Fläche generieren kann, wenn ich das so haben möchte. Wenn ich zum Beispiel Curve from Network benutzen möchte, schaue ich mir mein Network an. Ich müsste zum Beispiel diese Kurve explodieren an den, beziehungsweise splitten, die möchte ich auch splitten. Die möchte ich aber vielleicht zusammenfügen. Und schauen wir uns das an jetzt. Okay, hat es funktioniert. Und da kann ich mich so weiter vorarbeiten, beziehungsweise auch hier entsprechend verändern, anpassen, neu aufbauen oder als Referenz benutzen, aber das alles haben wir anhand von dieser Geometrie gemacht, die wir in diesem Smooth-Modus hatten. Und das gleiche können wir auch mit einer normalen Nurbsfläche machen. Hier habe ich eine Nurbsfläche. Hier kann ich auch zum Beispiel Duplicate Edges machen. Fragte mich, welche Edges. Das wären dieses, dieses, diese, diese. Enter. Schiebt das nochmal raus. Und kann ich daraus jetzt eine Fläche erzeugen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel mit einem Patch machen oder auch diesen hier. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeiten gesehen, dass man bestimmte Kurven aus dem Modell, das schon jetzt erzeugt worden ist, extrahieren kann. Des Weiteren gibt es auch dieses Werkzeug, Duplicate Border. Wenn ich das aktiviere, No Borders Duplicated. Okay, also mit Subdie wird das jetzt nicht so funktionieren, aber mit der Nurbsfläche wird das funktionieren eigentlich. Duplicated Border 1 ist Border anwenden. Ja, weil, wenn wir damit Subdie modelliert haben, also für die, die es modelliert haben, wissen, dass man entsprechend mit diesen planaren Objekten, die man dann entsprechend verfeinern kann, smoothen kann, bestimmte 3D-Objekte generiert, erzeugt. Und hier kann ich das zum Beispiel anwenden. Und dann habe ich wieder
extrahiert Kurven aus meiner. Und jetzt kann ich hier weiter bearbeiten. Wenn ich zum Beispiel jetzt Patch benutze, schließe ich auch meine Fläche. Okay. Und kann anhand von diesen hier, wenn ich nochmal im Render-Modus schaue, sub die Fläche entsprechende andere weitere Fläche bearbeiten. Und welches Befehl vielleicht noch funktionieren könnte, wäre diese hier, Exact Wireframe. Aktivieren. Okay, hat es auch hingehauen. Und schauen wir natürlich, wie diese Kurven jetzt aufgebaut sind. Das heißt, wir können hier anhand von unserer Subdivision-Fläche bestimmte Elemente extrahieren, in diesem Fall Kurven. Die müssen natürlich auch wieder aufgearbeitet werden und angepasst werden, damit wir daraus Flächen erzeugen können. Die gleichen Befehle aber gelten genauso gut für Flächen, wenn wir etwas erzeugt haben, dass wir halt, das heißt mit diesem Befehl Curve from Object, diese extrahieren können und dann entsprechend nachmodellieren bzw. neu aufbauen mit den Rebuild Curves und desgleichen, damit wir eine neue Fläche erzeugen können. Da gibt es auch diesen Kontur und da gibt es auch bestimmte Tricks, die man auch machen könne. Genau, und das war's dann.